Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall und wir sind allmählich ziemlich am Ende des Spiels. Und ich gehe einfach zurück zum Spiel, weil wir uns in einer Cutscene befinden. Oder auch nicht. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Die Temperatur in Eden liegt bei angenehmen 30 Grad. Wir werden auf einer flachen Ebene etwa 2 Kilometer tief in der Wüste landen. Also einen angenehmen Spaziergang von Ihrem Ziel entfernt. Bitte legen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt an und all den Krempel. Lassen Sie mich zum Abschluss die Gelegenheit nutzen, mich persönlich zu bedanken, dass Sie sich für Air Shields entschieden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Genau. Eine Ziege. Los jetzt, ich glaube, wir sind fast da. Warte, George. Ich glaube, Shears braucht eine Pause. Verfluchte Hacke. Ich bin fix und alle. Ich muss kurz mal verschnaufen. Geh du weiter, George. Wir kommen nach. Dann gehen wir. Oh, Leute. Wir haben ein kleines Problem. Etwa Langham? Schlimmer als das. Kommt mal her und guckt. Ist das etwa genau die Ziege? Oh, George, mach doch nicht so ein Drama draus. Oh, da, eine Ziege. Sie mögen Ziegen? Ich liebe sie. Hey, wir könnten sie Donna nennen. Was für ein hübscher Name. Nicht wahr, Prinzessin? Hast du Hunger, Schätzchen? Okay, während du hier den Ziegenflüsterer raushängst, sehe ich mich mal um. Das ist ein Wolframlaster, was bedeutet, Langham ist nicht weit. So. Da geht's auch noch entlang. Ich glaube, den Laster sollten wir uns mal als erstes ansehen. Was wohl da drin ist. Der hintere Teil des Lasters war voller versiegelter Kästen und Kisten. Obendrauf hatte jemand eine Kuriertasche geworfen. Ich beschloss auf jeden Fall erst, die Besitzer zu finden, ehe ich etwas anfasste. Wir haben hier einen Weg, da ist ein Steinkopf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Weg da oben gehen soll. Ach, nee. Das sieht mir zu aus. Nee, da kann ich nicht weiter. Oh. Das waren Langhams Schläger. Ich brachte mich lieber wieder außer Sichtweite. Das ist ein Problem.
Was ist das denn jetzt? Glaubt ihr, der Boss kommt raus? Weiß nicht, ey. Ist mir auch Latte. Ich sollte bloß ein Loch in den Felsen da machen. Ich bin fertig hier. Wart nur noch auf meine Mitfahrgelegenheit. Geben wir ihm maximal eine halbe Stunde. Ich find's gruselig hier. Jetzt hab dich nicht so. Paar alte Statuen. Was kann da schon schief gehen? Ist gut. Wie du gesagt hast. Halbe Stunde. Ein Fluch hat dieses Spiel, und zwar Baphomets Fluch, ist anscheinend, dass man immer und immer wieder unterbrochen wird. Und ja, das hat sie auch wieder alles, es funktioniert wieder alles beim Folgen aufnehmen. Immer und immer wieder unterbrochen. Wo waren wir? Hey, genau? Shears! Irgendeine Idee, wie wir an den Wachen vorbeikommen? Irgendwie ablenken, schätze ich mal. Brauchen wir mal hier noch was? Die Ziege. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich die Kreatur streicheln sollte. Der Moment ging rasch vorbei. Was haben wir denn? Hauptsächlich Papier. Da kamen wir her. Ausgang. Aber da werden wir nicht rausgehen wollen. Noch nicht. Da. Also, was machen wir mit diesen Typen? Du könntest sie vielleicht irgendwie ablenken? Fahrradtür? Ist bestimmt was drin, was uns hilft. Ist doch immer. Immer etwas in der Nähe. Die Fahrradtür war der hintere Teil des... Obendrauf hatte jemand eine... Ich griff mir die Kuriertasche. Es war lauter Militärzeug drin. Das dürfte uns helfen. Militärzeug. Eine Kuriertasche aus Segeltuch, voller gefährlich aussehender Dinge. Da sprechen wir mal mit Cheers drüber. Der kennt sich vielleicht ein bisschen was mit diesen gefährlich aussehenden Dingen aus. Ja. Genau. Hey, Shears! Hallo, Schätzchen. Was ist das ganze Zeug da? Größtenteils Sprengstoff. Ist ja ein richtiger kleiner Schatz. Wenn man etwas mit Klebeband nicht reparieren kann, hat man nicht genug Klebeband verwendet. Ist das etwa das, wofür ich es halte? Vorsicht! Dynamit ist launisch, unberechenbar und gefährlich. Genau wie meine Alte. Keine Gymnastik, während Sie das Zeug in der Tasche haben. Ich vermute mal, das ist keine Riesenstange Kaugummi? Volltreffer, Georgie Boy. Es ist TNT, aber keine Schweißausbrüche deswegen. Es ist total sicher, solange Sie nicht an der Zündleine ziehen. Und wenn, sagen Sie vorher Bescheid. Was um Himmels Willen ist das, Shears? Sieht gefährlich aus. Vorsicht! Könnte alles Mögliche sein. Gelatine-Dynamit, Plastiksprengstoff, oder? Das Mittagessen von irgendwem. Genau. Ich glaube, was Sie da haben, ist eine Wurst. Einheimische Delikatesse, vermute ich. Was ist das? Zündschnur. Schneiden Sie ein Stück ab, stecken Sie es in irgendwas, das Rums macht,
zünden sie es an und dann nix sie weg. Klingt kinderleicht. Ist es. Bis man einen Fehler macht. Das klassische Macho-Feuerzeug. Ich nahm es. Mir war jede Hilfe recht. Dann machen wir Bum-Bum. Jetzt haben wir... Wisst ihr was? Ich zieh mal einfach mal in einen Tipp rein. Eine Explosion. Eine Fälschung? Die Ziege? Was? Was? Was hat das Spiel vor? Soll ich die Ziege in die Luft jagen? Ich wusste, es war eine Wurst, Schiers wusste, es war eine Wurst, aber ein kleines Stück Schmelzdraht als Lunte und voilà, Dynamit. Nico, hilf mir mal. Du hast doch einen Draht zu diesen Viechern. Ich hoffe, du hast nicht vor Donner was zu tun. Vertrau mir, ich habe da einen schlauen 6-Stufen-Plan, einstimmig abgenickt von allen Tierschutzorganisationen. Halt sie einfach nur einen Moment lang still. Warum hast du Donner eine Wurst angehängt? Das ist Stufe 1. Jetzt sieh mal, wie es weitergeht. Wenn es dir nichts ausmacht, schaue ich lieber von hier drüben aus zu. Ich hatte eine falsche Dynamitstange an einer Ziege befestigt. Stufe 1 meines Plans. Jetzt musste ich mir nur noch die Stufen 2 bis 6 ausdenken. Es war ein alter, knorriger, der schien da schon seit langer Zeit zu wachsen. Ein Zweig, knapp außer Reichweite der Ziege, hing voller reifer Feigen. Komm her, ihr Feigen. Feige Feigen, Feiglinge. Ich hatte eine Idee. Wie gern diese Ziege wohl Feigen mochte. Sieh mal, lecker Feige! Aber eine Ziege mit Dynamit. Mir reicht das noch nicht. Lässig warf ich eine Feige unten auf dem Pfad. Bling. Dann noch eine Feige nach hier. Dann kann die Ziege nach unten gehen. Mit einer Wurst. Thank you.
Cool. Dieses reicht nicht aus. Ach, Mist. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Animation beendet ist. Das sieht nur noch nicht gefährlich genug aus, die Ziege. Aber ich denke mir, da fehlt noch was. Müssen wir noch mehr machen. Machen wir mal da eins hin. Lässig warf ich eine Feige unten auf dem Pfad. Ah, die Folge, die geht schon ein bisschen. Ich nahm meine besten Wurfkünste zusammen und schmiss eine der reifen Feigen. Sie landete in der Nähe. Perfekt. Dies bedeutet dann, dass nach da oben und wir haben unsere Suizidziege. Aha. Feige. Oh, hallo, Kleines. Ey, knallen wir sie ab, oder was? Nein, lass sie mal. Mist. Was ist denn da nicht ausgereift? Komm schon. Was hat denn da jetzt nicht ausgereicht? Ich will jetzt die Ziege noch anzünden. Ach so, okay, aber ich würde mal erstmal sagen, ich lege wieder die Äpfel hin. Ja, ja, ich sehe mir immer wieder die Tipps an, damit das Let's Play nicht viel zu lange geht. Ich dachte, das reicht auch ohne angezündete Zündschnur an. Ich nahm meine besten Wurfkünste zusammen und schmiss eine der Reifen. Sie landete. So, dann noch da runterrollen und dann noch auf den Weg schmeißen. Und dann sehen wir uns noch einmal diese Animation an.
Wie lange geht die Folge schon? Schon lange. Lässig warf ich eine Fa... Und nach diesem Ziegenrätsel können... Nee, warte mal. Noch nicht. Jetzt muss ich das da anziehen. Das müsste klappen. Ja, das hört sich doch sehr zuversichtlich an. Fast. Lecker Pflaumen. Mord rufen und des Krieges Ziege entfesseln. Tag, Ziege. Leute! Was hat die denn um den Hals, ey? Sieht aus wie... Oh mein Gott! Nix will weg hier! Ziege mit der Wurst. Langhams Männer waren wohl abgehauen. Ich konnte sie nirgends sehen. Dann also da rein? Sieht finster aus. Ich gehe da nicht rein. Von engen Räumen kriege ich Gänsehaut. Warum bleibe ich nicht hier und sorge dafür, dass die drei weisen Affen nicht zurückkommen? Mein Geist hat gerade eben eine Pflaume gegessen. Ich würde sagen, wir gehen dann in das dunkle Loch. In der nächsten Folge und bis dahin sage ich, euer Kali.